Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play for Death Challenge. Konntet ihr bei meinem Zählen mitkommen? Ja, das war erstmal verwirrend, ja. Außerdem zählt man nicht 6, 5, 8, 1, sondern Zahl. Das stimmt nicht? Schon, stimmt schon, nicht? Stimmt schon. Nee, wirklich? Gar nicht, ich sagte 5, 11, 8, 1. Ach so. Oh, ist das gleiche. Siehst du, habe ich sogar eine Zahl falsch gehört. Ich glaube, ich gehe mal doch zum gut bekannten Augenoperation und so. Ich glaube, ein Hörgerät hole ich mir. Will ich mir, sage ich mir aber auch schon die ganze Zeit. Lass ich mir auch mal holen. Ich auch. Ihr müsst nur deutlicher sprechen, Kinder. Ich höre nicht mehr so gut. Ich habe schon weiße Haare im Moment mal. Mein neues Let's Play hat ja endlich angefangen. Echt? Welches? Welches Jahr ist das? Die Cydia Final Fantasy für die PSP. Nice. Hast du das? Hast du deine Drohung Wirklichkeit gemacht? Ja. Sehr gut. Irgendwann mache ich ein PSP Let's Play. Das habe ich mir am Anfang des letzten Jahres, am Ende des letzten Jahres gesagt. Meine 5 Ziele. Nice. Und knapp ab den 6. Monat, also der Hälfte, habe ich fast schon die komplette Liste abgehakt. Wie nimmst du das denn jetzt eigentlich auf, wenn das von der PSP ist? Nein, Emulator. Ach so. Aber du hast das Spiel natürlich. Das Spiel habe ich. Sehr gut. Ja, ist halt blöd. Ich kenne das selber. Ich habe jetzt zum Beispiel beim Shadow the Hedgehog hatte ich auch das Problem. Ich habe das Spiel zwar, aber wenn ich das dann im Emulator abspiele, dann habe ich diese Ladenzeiten zwischendrin und das merkt man einfach. Das Problem beim Emulator ist, da gibt's keine Ladezeiten, es ist sofort fertig. Ja, und das merkt man dann plötzlich, wenn die FPS plötzlich droppen wie Sau, wenn die CD nachlaufen muss. Deshalb habe ich da jetzt auch die ISO, also die Image, habe ich jetzt einfach mal rausgebrannt und habe mir das als Datei erstmal gemacht. Jetzt geht's ein bisschen besser. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Sie haben immer noch nur ein bisschen. Nur ein bisschen, ich habe immer noch Sound Errors, das ist toll. Bei mir funktioniert alles, nur die Cutscenes sind etwas rötlicher. Ach so, ja. Aber das merkt man kaum. Also wenn man das Spiel nicht kennt, würde ich sagen, denkt man, das ist so. Mir ist es aufgefallen sofort, bei der ersten Sekunde. Ja, jetzt war das gesagt. Die Folge ist noch nicht mal draußen. Trotzdem ist mir aufgefallen. Zu dem Zeitpunkt, in dem diese Folge draußen ist, ist aber schon die Folge draußen. Also. Da müsste sogar schon die dritte Folge draußen sein. In die Vergangenheit und Zukunft, so wusch wusch. Back to the future, ne? Ja. Denn die Folge müsste ja am Freitag. Kann ja frühestens am Freitag kommen, die hier. Okay. Nee, warte. Die erste, die wir aufgenommen haben, könnte frühestens am Freitag kommen. Okay. Ist doch okay, oder? Ja, klar. Oh mein Gott, mit Ads unterwegs abgeschossen. Ich will mir irgendein Avatar-Teil kaufen und das dann sofort anziehen. Da bin ich voll OP und besiege euch. Oh nee, wisst ihr, was dieser Nasodorb, Ed's Nasodorb macht? Ja, das sind viel zu viel Schaden, ja. Das gibt sogar so schon Videos davon, dass die Leute Scherz drüber machen, wie extrem viel Schaden das macht. Im Quo Rider, boom, tot. Ja, ihr könnt es sogar später mal YouTube Ed Event in a Nutshell. Ist genau das. Ja. Das möchte ich mal gern ausprobieren. Ja. Aber ob es in China auch so gut läuft. Ich warte lieber zu einem guten Zeitpunkt, bevor ich das verwende. Hört sich gut an. Was habt ihr vor mit euren Tasks, wenn unsere Challenge vorbei ist? LP. Löschen. Wie löschen? Löschen! Also löschen! What? Ich hab genug von Ed. Und dann wir einen neuen erstellen. Ja, okay. Genau, gleich einen Namen. Halt, jetzt hab ich einen. Das macht schon keinen Sinn. Nee, ich hab vor, LP weiterzumachen, dann auch als NLP einfach und mit Mastermind, Klassenwechsel dann. Und ja, also der wird weiterleben. Ich weiß auch noch nicht, ob ich meinen weitermache. Vielleicht ab und an mal eine LP-Folge, aber mehr dann auch nicht, wahrscheinlich. Okay. Zu Ed habe ich irgendwie. Oder als Funcher, genau. Ja. Also, ich weiß nicht, was ich mit dem mache. Ed ist irgendwie nicht so mein Kampfstil, sagen wir es mal so. Ich finde, das ist irgendwie so komisch, weil er kriegt ja auch beim KW nur solche Nasod-Kombo-Rüstung mit den Special Actives. Ja. Auch ein bisschen, ja. Wenn ich mal gern ausprobieren würde, wäre Eve. Code ist cool. Empress. Ist sehr cool, ja.
Meine. Oberon for the win, ne? Ja. Yep. So. Und das ist dann... Das wäre so die Klasse, die ich dann so gern so als nächstes spielen würde. Ja, würde ich auch empfehlen, weil die habe ich selber und die macht sehr viel Spaß. Ja, nur es dauert halt lange, bis man am Anfang die Special Actives kriegt. Ja, ja. Ab 30 den ersten und dann ist der Versiegelte auch noch erst, wenn man was halt in Versiegelten. Ja, es geht, es geht. Also ich finde aber einfach, sobald die mal einen zweiten Klassenwechsel drauf hat, sobald du mal sowohl magische als auch noch physische hast, bist du unstoppable, aber wirklich. Dann bist du im PvE einfach Gott. Also ich habe sie Level 40 und mehr weiter. Vielleicht ist das ja privat sie. Mir ist aufgefallen, ich habe bis heute nicht. Es ist extrem selten, dass ich mal Elsword privat spiele. Das ist normal, das kenne ich. Ich bin dein Gegenteil. Das weiß ich, Manu. Machst du Gegenteiltag? Ja, nein, das ist echt bei ihm so. Ich kann euch gleich mal ein Screen schicken von meinem Char, beziehungsweise von meinem Account. Oh. Hab ich schon mal gesehen, deshalb sagte ich das vorhin. Okay. Das ist übel. Ne, das Schöne, wenn ihr diese Dynamo-Wandler, so heißen die Dinger, also diese Kugeln, diese lila Kugeln, wenn ihr die habt dann und dann solche Angriffe einsetzt wie Raumbrecher oder Energiebombe bei mir zum Beispiel auch noch dazu, die verbrauchen dann diese Wandler und erzeugen dann mehr Schaden. Ja. Leute, wartet mal kurz, bevor ihr den Boss angreift, ich will was ausprobieren. Okay. Jetzt diese Kugel werfen. Ja. Warte, bleib weg. Ja, ja, ich will nur gucken. Bitte nur schauen. Damit der Damage sichtbar ist. One hit. 3 und ich werde jetzt kriegt ihr MVP alleine deswegen. 3 ja. 304. Und wenn nicht, dann. 1:0 für Kiri. Du bist OP, Kiri. So OP. Dafür kriegt das sogar MVP. Das ist so schlimm. Okay, ich heg mir die auf, damit, wenn wir irgendwann in Altera Core sind, bam, Boss weg. Ja, ja, genau, das hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Oder wenn nicht sterben, bam, Boss weg. Oder von wegen Berut oder sowas, so was ganz Nerviges. So. Berut, nope. Nein, Berut, hey. Bleib brav. Wusch. Leute. Meine Schuhe sind gelb geworden. Leute. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja? Ausnahme. Was denn? Es gibt jetzt eine Ausnahme. Okay. Wops. Die dürfen wir ausnahmsweise jetzt mal Upgrades machen. Aber nicht zu unserer Hauptwaffe. Ach so, ja, ach so, stimmt. Also auf die Rüstungen halt, ne? Tutorial Quest, deshalb. Ach, der Scheiß, ja. Aber auch nicht auf das Equip, was wir tragen, sondern nur auf irgendwas anderes halt. Dann kaufe ich mir extra dafür nochmal was, Blip. Okay. So. Eine Ausnahme. Ich habe jetzt eh mal mein Equip gewechselt, weil ich ja jetzt 16er Zeug tragen kann. Stoll. 2 Turbosteine. So, den Quest nicht vergessen. Einer. Leitfaden zum Sockeln. Sockle ich das mal schnell. Ja, ich habe jetzt eh gerade Equip, was ich sowieso gerade abgelegt habe. Also kann ich das gerade mal missbrauchen dafür. Auch Attribut nicht. Hä? Attribut. Ja, das kannst du alles im Rahmen von dem Quest mal machen. Ja. Also was. 2 Zaubersteine, okay. Habe ich überhaupt so... Ja, habe ich. Eine Attributverzauberung. Also ich bin fertig mit der Quest. Das sind also Sachen, die wir eigentlich 17. gar nicht machen dürfen, aber es ist jetzt vollkommen egal. Ja, ich meine, wir machen das wegen der Quest, wegen der XP und fertig. Ja. So, das Item, was jetzt alles hat, wird jetzt, zerlegt. So, und jetzt Attributverzauber. Aber diese rostige Waffe ist einfach einzigartig, ne? Ja. Ja, ey, dies. Hä, war da nicht nix? Weil die es einfach gerade nachgehakt hat. So, jetzt. Ich hab. Was los? Schwarze Kopfhörer hab ich. Ja, ich hab auch schwarze Kopfhörer. Die kriegt man vom Event, ne? Nur 15 Tage halt nur. Ja. Wo kriegt man die für immer her? Cashop. Oh. Leute, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, schenkt mir die. Ja, mir Spaß. Auch, mir solange auch. Solange das mir Event auch. Noch läuft, bitte. Leute, mir das war Spaß, okay? Ja auch. Wegen mir schon. Also, das sollte jetzt echt Spaß sein. Das nicht machen. Nö, hä?
Ah, ich war schon im... Oh, nee, okay. Hä, was? Nix, nix. Die Teil Quest at Test Quest 4. Ach ja, also schaut euch mal die Waffe an. Seht an, wie die Waffe hier abgeht. Hä, wo seid ihr? Ich bin jetzt also wieder bei Nellert. Ich bin gerade auf dem Feld. Fuck, Zelos, wo hast du die Rüstung her? Ja, von gedroppt. Oh, du Lacker. Schau mal meine Waffe aus. An. Ich seh aus Lacker für Katsch. Ganz normale Rüstung. Ja, ja, die habe ich auch. Die Waffe ist toll, die möchte ich benutzen. Darf nicht, schade. Darfst du nicht ablegen. Ich habe mir eine Rüstung gekauft. Ja, yeah. Sei so stylisch wie ich. Yay. Styler, wupp wupp. Das Minimobi-Gerät im Inventar. Du musst Minimobi freilassen, um das Gerät zu erhalten. Hä? Nein, ich lass ihn doch nicht nochmal frei! Best hier, hier, Minimobi-Gerät freilassen. Du musst Minimobi freilassen, um das Gerät zu erhalten. Hä? Upgrade-Booster für Mini im Inventar. Was für ein Quest? Im Itemshop erhältlich. Ich hab jetzt die Ach, ganzen Waffen. Ach, Teil 4, ja, muss ich. Wie macht man das? Ja. Ach, das Freilassen. Upgrade Booster für Minimobi im Inventar im Item-Shop. Ja, da musst du aber Item-Shop benutzen, ne? Also ich würde das mit Vorsicht gehen, mein Lieber. Also ich würde lieber einfach, würd einfach mal das Viech genießen, solange es da ist. Oder ich weiß nicht, ob das für immer ist oder wie auch immer. Hm. Ja. Wir hoffen einfach mal. Ist doch cool, dass wir einfach so ein kleines haben. Brumm! Leute, ihr dürft das verwenden, das wisst ihr, oder? Echt? Dürfen wir? Ja. Es stand nirgends. Ich hab nirgends was gesagt. Aber gut, dass ihr mich daran erinnert habt, deshalb ist es jetzt verboten. Fuck. Nein, wir sind schon. Doch, Zelos, wir sind in einem Feld wieder, wir müssen nach Zelos. Ja, ja, wir müssen. Zelos-Türen! Zwillingstürme, ja, ja, deshalb gehe ich ja gerade weg hier, oder? Ich hab gerade gesagt, wir müssen zu den Zelos-Türmen. Echt? Müssen wir zu den Zelos? Das ist geil, dass du so berühmt bist, dass sie schon ein. Klar! Ja. Hast du nicht gewusst? Nein, sorry, das wusste ich noch nicht. Hat die Patch News noch nicht gelesen. Oh mein Gott, ich bin im Besmar. Oh nein, er ist schon weitergelaufen. Was laufst du schon nach Besmar, ey? Wir sind gerade noch auf dem Weg. Ich bin schon wieder bei den Zelos-Türmen. Ja, die Zelos-Türme. Yay. Aber irgendwie sind hier keine Gegner. Ah, jetzt sind wieder Gegner da. Das dauert immer. Manchmal so verbuggt, ne? Ja. Hi, Manu. Hi. Und Level up, hey, Manu. Glückwunsch, Manu. Yay. GZ. DRX. Und ich habe auch, oh mein Gott. EW. GZ und A. Jetzt kann ich euch auch endlich mal auf dem Feld sehen. Yay. Ja, fuck, ich muss die Großen besiegen, egal. Und tschüss. Schubiwa. Total synchron. Also Kinder, nicht vergessen, die stylischen Ads, die ihr so seht im Feld, sind wir. Oh ja, oder einfach unsere Freundschaftsanfrage schicken. Wir werden euch ganz bestimmt nicht antworten. Genau. Ich habe in meinem Let's Play so über 50 Freundschaftsanfragen. Hm. Ist so. Ja, habe ich auch. Tja. So ist das, ne? Alleine wegen dem überlege ich mir, ob ich überhaupt mit meinem privaten Chang, den ich jetzt gemacht habe, euch vielleicht mal Videos machen soll. Oder ob ich dann auf einmal mit Freundschaftsanfragen zugespammt werden werde. Werden, ey. Ich hoffe einmal nicht, wenn ich das mache. Oh, jetzt soll ich auch noch kleine Soldaten umbringen. Ja. Gehört alles dazu hier. Leider. Jetzt müssen wir auch die kleinen. Such dir deine eigenen Gegner. Baby. Am besten jetzt. Du lässt mich jetzt doch bannen, ne? Weil, ja. Grief Play. Ja, sind zwar alle in der gleichen Gruppe, aber trotzdem. Eben. Grief Play. Hier spawnen keine Gegner mehr. Report Ticket. Er hat den Gegner gekillt, obwohl wir in der gleichen Gruppe sind. Wir spawnen hier keine Gegner. Hier spawnen keine Gegner mehr bei mir. Nicht nur bei dir, ja. Soll ich das vielleicht echt mal machen? Hier ist nichts. Ey, wartet, der Ed hier. Der Ed hier. Schaut doch mal den seine Haare an. Der ist braun. Bleib stehen, verdammt. Da hat braune Haare, ja, das ist. Catch-off-Stuff. Der geht, das geht doch nicht. Bei mir sind wieder die Großen jetzt gespawnt, nur yay. Yeah. Ja, bei mir gerade die Kleinen hier rechts, aber die habe ich geplättet, aber es gab nix. Keine Candy. Wir sind zwei. Candy. Kommt ihr, Diebe, ihr kriegt Free Candy von mir. Hm. Yay, yeah, ich will auch. Ich würde ihm nicht so ja, leicht glauben, ne? Also ich hab nicht umsonst den TS, den Pedo-Bären. Hm. Ja.
Und wieso spawnen hier drüben keine mehr? Hier sollen Gegner spawnen. Ich bleib jetzt so lange stehen, bis hier Gegner spawnen. Und Manu, du bist jünger als ich. Also komm, jetzt, ich sag dir nie... Was? Jetzt, wenn ich weiß. Wenn ich der Jüngste bin, heißt es nicht, dass ich lockbar bin mit Süßigkeiten. Meinst du? Höchstens mit 10.000 DL-Coins. Ich habe auch eine PS3 für dich und eine PS4 und eine Xbox One. Alter, jetzt musst du zuschlagen. Was soll ich damit? Weiß nicht, was soll ich essen? Genau, ich kann einfach die Xbox One. Genau so. Xbox One, nom nom nom. Und ich habe auch Kekse für dich. Oh. Und einen und dein Hasen. Ein echter Hasen. Den Hasen möchte ich sofort streichen. Der Lost Soul, der greift bei mir einfach die Luft an. Was macht der da? Ich glaube, wir wären mit der Quest nicht mehr fertig. Wir spawnen hier nichts mehr. Ich habe gerade mal 3 von den Kleinen. Ja, ich habe auch jetzt gerade nur bei dem Feldquest 1 von den Messern für die von den kleinen Soldaten und bei der Epic. Was startest du schon wieder? Nein! Ich möchte kein PvP. Ich gehe kurz in die Stadt rüber und gehe wieder rein. Ich hoffe, es dann wieder die Monster da sind. Sollen wir eigentlich die Pet-Quest machen, also in Nachtwald? Die können wir ja eigentlich mal machen. Ah. Warum nicht? Ich mag einen Poru. Poru wäre OP. Aber Poru sind süß. Porus ja, Mutter. Da. Porus Mutter ist liegt besoffen vor Kick und riecht nach Bockwürstchen. Richtig! Nein! Doch. Jetzt ignoriert er genau noch meinen Angriff. Okay. Das Feld ist kaputt. Schild nerf. Ja. Ich bin fertig. Ich bin du vielleicht. Nicht fertig. Yeah. Und für was hast du uns angemeldet? Wahrscheinlich 3 PvP schon wieder. Ja, natürlich. Weil wir ja so OP sind, siehst du doch. Ey, es ist wirklich OP im PvP. Das ist schrecklich. Ja. Habe ich auch schon. Ich gebe meinen Teil. Habt ihr schon gehört? Ich wurde einmal an. Mein Kumpel von mir wurde einmal angemeckert als Snoop, weil er Ed spielt. Oh, scheiße. Aber es gibt genug Ads, die einfach wirklich nur. Nein, nicht wie er gespielt hat, sondern weil er Ads spielt. Weil er einfach Ads spielt. Ich meine, aber es gibt genug. Bei Aisha genau. Es gibt genug, die wirklich unter allem spielen. Gibt's ja. So, ach, Busquets. Zumindest habe ich den Epic mal fertig. Ach so, und noch was. Selatsu, ich will einen Kampf gegen dich. Ich dachte ja, du willst ein Kind mit ihm. Was? Erst ein Liebeslied, dann ein Kind, ja, also schön langsam. Genau. Selos muss jetzt sterben. Und da musst du sterben, da musst du das Liebeslied machen, Selos. Und zwar für Manu. Das gilt nicht, das war nicht innerhalb vom Challenge. Doch. Ja. Doch. Nein, das zählt nicht. Doch. Nein. Genau. Ich kann mich demütigen genug lassen, ein Kleid anzuziehen, also wird ein Liebeslied noch nicht sein mehr. Höchstens du verlierst, also versuch zu gewinnen. Nimmer. Hallo, ich bin Iron Paladin. Ha. Du können. Also ich benutze halt die Hintergrundmusik von KST Beats. Ist sehr zu empfehlen. So. Werbung. Werbung. Oh. Schleichwerbung. Überall. So, sollen wir noch ein bisschen Feldquest machen oder sollen wir direkt mal wieder in den nächsten Dungeon? Also ich mach grad nur etwas weiter, weil ich. Ja. Okay, also ich kann jetzt Wachtürme machen. Ich hab ja noch Zwillingswachtürme, genau. Fuck, bei mir sind die Monster nicht aus dem alle. Gestohlene Gegenstände, okay. Das ist, seit wann ist die Quest so lang? Das ist schrecklich heute. Ja, das sind 2 Quests gewesen. Einmal irgendwie Messer von denen Typen und jetzt sind irgendwie gestohlene Gegenstände. Ja, ja, bei mir hat es noch nie so lange gedauert, dass die gestohlenen Gegenstände so. Echt? Ja, bei mir sind ja eigentlich immer wusch fertig, weil hier immer die gespawnt sind. Ja, ich habe jetzt auch schon 8 von den 10 Dingern, also eigentlich geht es recht fix. Bin bereits fertig damit. Cheater. Und mach jetzt nur etwas weiter. Ach, Kitos, weil du vorher erwähnt hast, von wegen Hintergrundmusik. Hier wird man überhaupt keine Hintergrundmusik wahrscheinlich jetzt schon wieder hören. Warum? Ich habe doch vorher erzählt, mein Lautstärkenmixer ist kaputt. Oh, das ist blöd. Hier, dann benutzt auch Musik von KST wie im Hintergrund. So, inzwischen bin ich mit der Epic auch fertig. Ich benutze es meistens für meine PvP-Videos. Das einzige, wo ich es nicht gemacht habe, war damals, wo ich gegen dich gekämpft habe, ZSQ. Tja. Oh. Weil ich sag, ich mach Ausnahmen. Gut, jetzt habe ich auch die Quest endlich mal. Nee, das war nur die Ausnahme, weil 15. Video gegen Community und da dachte ich mir, ZSQ soll mitmachen. Ja, außerdem, ich glaube, man hört uns dann nicht mehr so gut, wenn wir dann reden, während die Musik läuft. Ja. Oh oh. Feldboss? Ja! Ich bin gegen Feldbosse. Warum? Du Feigling, ich kämpf gegen ihn.
Ich bin kein Feigling, ich denke nur realistisch. Do it now. Ja, ja, Feigling. Bork, Bork, Bork. Okay, ich gehe zum Feldboss hin. Und du kämpfst mit. Ich bin schon längst am Kämpfen. So wie Zelos. Ich bin schon längst am Kämpfen, während ihr labert. Wuhu! Zu dritt haben wir eine Chance. Ah, wohl, der andere, macht, nur etwas der andere macht sogar mit. Siehst du, sind wir zu viert. Nein, das Ding verschwindet ja sofort wieder. Nur aufpassen, wenn das ist ein Phasensprung. Wir haben extra einen Phasensprung gemacht, nur damit ich jetzt sofort wieder flüchten kann vom Feldboss. Nope. Es scheint, als würde es funktionieren. Ja. Wir sind nein, der steht ja hier drüben. Was wäre, wenn wir zum Beispiel durch irgendein Event, dass zum Beispiel wieder solche OP-Gestalten, die schwarz sind, da gespawnt sind, sterben würden? Ah, mit der, das wo zum Beispiel diese alter Asien-Typ irgendwas, gekommen sind die Secret... Ah, schön. Das zählt nicht, das zählt nicht sowas. Das ist dann äußere Umstände. Ja. Okay. Toll, ich habe eine plus 7er Hose sogar. Ach, das Pech. Ah, ich habe eine plus 9er Hose auch noch. Ha. Oh mein Gott, ein Feldbosswürfel. Ich werde ihn sofort öffnen, um zu gucken, was drin ist. Okay, mache ich auch mal. Wir suchen es seit 5 Minuten. Waffenabwehrsteine, so wichtig. Oh mein Gott, was habt ihr gekriegt? Level 6, Rolle. Manu? Upgrade-Stein. Monsterkarten, Zufallswürfel. Jetzt geht's los, pass auf. Und? Oh mein Gott. Es ist? Oh mein Gott. Exodia. Aldo. Oh mein Gott. Exodia. 100.000 L-Coins. Helga, Palkia, Giratina, Arceus. Nein, 100.000 L-Coins. Okay, dann kannst du mir geben. Nein, ich habe einen Frostigel gekriegt. Ah, süß. Ja. Wollen wir erst den Part beenden? Jo. Oh. Also dann, meine Freunde, wir sagen ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Bye.